Hi Leute, Jago hier, wieder mit einer weiteren Folge von Steel Rising. Das letzte Mal hatten wir ja so ein bisschen ein Problem, die richtige Richtung zu finden. Und die habe ich immer noch nicht gefunden. Wir sind jetzt aber in Le Invalide. Ich bin einfach nur mit der Kutsche hergefahren, also nichts, was ihr verpasst habt. Ich bin überlegen, welches Sidequest wir als erstes machen. Denn ich wollte ja eigentlich Monsieur Bailey finden. Aber was ist denn, wenn Monsieur Bailey gerade nicht erreichbar ist und wenn das auf der Karte einfach ein Fehler ist? Weil hier steht ja dabei, dass Jean-Sylvain Bailey drin sein soll. Aber was ist denn, wenn der tatsächlich gerade in der Sidequest gelockt ist in dieser hier? Monsieur Bailey gab sich sehr geheimnisvoll. Ohne viel zu erklären, regte er an, Eges solle Eugène de Vaucanson Stadthaus im Faubourg Saint-Germain aufsuchen in der Nähe von Le Invalides. Was könnte im Sinn haben? Was ist denn, wenn Monsieur Bailey tatsächlich gerade bei diesem Stadthaus ist? Und wir deswegen nicht mit ihm interagieren können, weil er in dieser Quest festhängt. Also gehen wir jetzt als erstes mal dahin. Und hoffen, dass wir da dann tatsächlich was finden, was uns hilft. Wir werden auch nicht die Mainquest machen. Erstmal, wir werden jetzt erstmal die Sidequests abarbeiten, so gut wir können. Das heißt, ja, wir haben, glaube ich, einiges zu tun. Ich hoffe, wir schaffen alles in der Folge. Ich schätze aber mal bei meinem Talent, dass das nicht der Fall sein wird. So, hier haben wir uns schon mal umgeguckt gehabt. Aber, ich meine, wir machen jetzt schnell die zwei Bots platt und dann gehen wir da hinten durch die Tür. Wissen wir ja schon. Ist ja auch kein Geheimnis. Wie mache ich denn den jetzt am besten platt? Ich habe das Gefühl, dass die das irgendwie ein bisschen geändert haben mit der Knarre, oder? Dass man die jetzt besser, dass man damit besser trifft? Fragezeichen? Ausrufezeichen? Nicht auf den Kopf, nicht auf den Kopf! Ah! Dodgen! 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 Und jetzt vermöbeln! Mehr vermöbeln! Ja, ein Mehrvermöbelhaus! Gut. Alles kein Problem. Alles ganz entspannt, ohne Geschrei und ohne Probleme. Hör auf! So, wir sind näher an dem Stadthaus dran, als wir es jemals zuvor waren. Einfach nur, weil wir jetzt die Tür hier aufkriegen. Und hier ist eine Kutsche, da hinten läuft was rum. Das ist so ein Sprengding. Was ist denn das für ein Tor? Achso, hier geht's lang. Okay, ich dachte schon. Ich dachte schon, das ist einfach nur ein Tor, das keinen Nutzen hat. Okay, hier ist einfach nur was Ops. Oh Gott, optionales. Worauf muss ich denn aufstoßen? Ich habe Eistee getrunken und normalen Tee. Ich verstehe das nicht. Was ist mit meinem Körper los? Hilfe. Vielleicht solltest du weniger Eistee trinken. Vielleicht solltest du weniger Eistee trinken, okay? Ha? Da mal drüber nachgedacht? Yay, unnötige Aggressivität. Jawohl. Hey, willst du mich produzieren? Das macht mich attraktiv. Ich wollte eigentlich durchdutschen. So, zünd dich an. Diesmal bin ich bereit. Diesmal bin ich nämlich auch richtig wach. Liegt an dem Zucker, den ich getrunken habe. Mein Eistee ist ja auch nur flüssiger Zucker, ne? Blockiert. Goddammit. Da steht schon ein Bot in der Tür. Oder in so einem Durchgang. Der Kompass sagt, beide Wege, oder dieser Weg fährt in, ui! Beide Richtungen. Hier ist noch irgendwas, aber ich will erst den Mörserbot weg haben. So, der wird euch jetzt bestimmt langsam seinen Speer auspacken. Jawohl. Ah, Jesus Christ. Komm, 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 komm. Nice Sandstein. Wir haben ein bisschen Schaden. Nicht wirklich viel, aber eine Prise Schaden ist okay. Hier sind nochmal ein paar Sachen, die ich wegschubbeln kann. Bronzebarren, das ist alles Zeug, was ich nicht wirklich brauche. Wir brauchen das Orichalkum und wir brauchen, wie auch immer das andere Material hieß. Granitbarren? Nee. Obsidianbarren? Ich weiß es nicht mehr. Halt, irgendwas brauchen wir noch. Und das habe ich nicht. Naja, das, was Soldaten machen. Ich meine, ist immer scheiße, wenn jemand stirbt. Aber die haben zumindest versucht, die Stadt zu retten. Oder zumindest für uns den Weg frei zu machen. Wieso sind das eigentlich seine Männer? Ich dachte, er ist Anwalt. Hm?
Sie hatten deine kleine Armee. Ist es nicht der Anwalt? Oder verwechsel ich jetzt irgendwelche Leute? Okay, führt beides immer noch da lang. Hier ist auch eine Statue. Ich meine, wir können uns ja mal ransetzen. Macht keinen Unterschied. Die Statuen sehen so cool aus. Ich mag die immer noch sehr gerne. Also, gibt's hier irgendwas Neues? Nee, ich meine hier irgendwas Neues. Alchemiekapseln für Papa. Das heißt aber auch, Bismutblöcke sind es. 2 Stück kann ich kaufen, theoretisch. Brauche ich erstmal nicht. Man kann 200 Kapseln kaufen. Ah, oh, das ist geil. Aber wir haben gerade noch 200, also brauchen wir das erstmal nicht. Ich könnte jetzt... Was war das? Ich könnte jetzt also auch genauso gut erstmal ein bisschen... Was aufschließen? Ich habe doch gar keinen Schlüssel. Ah. Den Garten erkunden. Okay, jetzt bin ich gespannt. Wir wurden vor so vielen Folgen geteasert, dass wir hierher sollen. Weil hier irgendein Geheimnis auf uns wartet. Jetzt sind wir endlich hier. Jetzt muss ich es auch finden. Wahrscheinlich zu tief. Wenn ich groß bin, habe ich auch mal so einen Garten. Ich habe Schritte gehört. Ich weiß nicht, ob die hier drin sind oder draußen. Oh, okay. Oh. Okay. Das war eine andere Sequenz, als ich erwartet habe. Wie gesagt, meine Theorie war ja, dass sie vor langer Zeit gestorben ist. Ich muss mich mal anders hinsetzen. Moment, ich stehe mal dafür auf. Um zu erklären. Also meine Theorie war ja, dass sie vor langer Zeit gestorben ist oder vor einiger Zeit gestorben ist und er jetzt aus Frust versucht hat, den perfekten Automaten zu bauen, also uns. Der möglichst feminin und humanoid aussieht. Mit CH. Aber das scheint ja nicht der Fall zu sein. Weil sie wurden ja auch von den Robotern angegriffen. Hier in ihrer... Dingens. Außer... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es aber nicht. Ich glaube, meine Theorie stimmt nicht. Flamme und Flock. Ich bin auch ganz Flamme und Flocke. Sag nicht, dass da 2 Elemente... Oh, ich scheiß mir ein. Mein Auge juckt. Moment, das muss ich mir jetzt erstmal ansehen. Wo ist das? Hier. Interesting, interesting. Machen wir das? Ach so. Der Konter ist ein Frostangriff und der Heavy Attack ist ein Feuerangriff. Das ist aber irgendwie cool. Das ist schon irgendwie cool. Skaliert auch mit allem, aber nicht so wirklich mit irgendwas gut. Ich glaube, ich bleibe bei den Knüppeln. Ich glaube, ich bleibe bei den Knüppeln. Knüppel sind einfach... Ich finde die... Also erstens finde ich die Unterarmtorn fast ultra geil. Und zweitens sind die jetzt schon so hoch geupgradet. Ich glaube nicht, dass wir das nochmal irgendwie... Also wenn wir... Da muss ich schon sehr von Anfang an von der Waffe überzeugt sein, damit ich das nochmal ändere. Aber das war ja erst ein Geheimnis. Hier muss ja noch was zweit... Das sein. Ich
eine an Eugene de Vaucansons gerichtete Mitteilung. Verehrte Monsieur, letzte Woche habe ich zum x-ten Mal zugestimmt, Sie bei der Suche nach Mademoiselle Athenais zu unterstützen. Dazu musste ich 3 meiner Männer in den Jean Deux de Luxembourg entsenden. Mir ist bewusst, welche Bedeutung Ihre Arbeit für das Königreich hat, doch Sie können meine Dienste nicht ungestraft und auf Kosten der wichtigen Polizeiarbeit für Ihre persönlichen Zwecke in Anspruch nehmen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Monsieur, auf Ihre Tochter zu achten und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die Ihre Streifzüge verhindern. Eine junge Dame Ihrer Stellung darf sich nicht wie ein wildes Tier benehmen. Den Rest konnte ich jetzt nicht lesen. Moment, müssen wir mal ganz kurz warten. Weil ich kann leider nicht scrollen. Das macht das Spiel automatisch. Aber das heißt, sie wurden nicht während dem Angriff entführt, sondern er wurde entführt und sie ist seitdem verschollen? Nee. Je de Roulier. Oder ist das einfach nur soll das nur bedeuten, dass sie öfter mal auf Wanderschaft gegangen ist? Wahrscheinlich war sie öfter mal auf Wanderschaft schon. Schon vor dem Angriff. Und das ist jetzt unser Hinweis, um ihr Versteck zu finden. Also müssen wir wieder zurück nach Luxemburg. Ist das so korrekt jetzt? Hier ist keine weitere Quest davon, also gehen wir wieder zurück nach Luxemburg. Okay, was sagt der Kompass? Ah, da hinten. 400 Meter! Na gut, es hieß hier in den Gärten, dann werden wir wohl ein Stückchen laufen müssen. Ich bin übrigens sehr dankbar über diesen Kompass, denn eigentlich, also ich mag es normalerweise sehr gerne, meine Sachen selber zu finden. Und so ohne, also so Spiele, so Retro-Spiele ohne Karte und so weiter, finde ich eigentlich manchmal ganz geil. Kommt natürlich nur noch aufs Game drauf an. Aber so. So dieses kartenlose durch die Gegend irren und sich merken, wo man ist, finde ich eigentlich ganz geil. Allerdings finde ich, dass hier so wenig Points of Interest sind, dass man sich einfach nicht gut zurechtfindet. Und deswegen, ich meine, du kannst halt auch nicht irgendwie super viele ikonische Sachen hier einbauen, weil du bist halt einfach mitten in Paris. So ist es halt normal. Ich glaube, ich laufe gerade den umständlichsten Weg schon wieder. Eigentlich halt jetzt hier links, ne? Ja. Und ja, also ich bin schon zufrieden mit dem, wie es ist. Aber ich finde den Kompass einfach unglaublich praktisch hier. Ich habe allerdings auch schon so Sachen wie, wie heißt das? Ich meine, gut, klar, Dark Souls hat natürlich keinen Kompass und solche Sachen. Aber ich meine jetzt eher so Retro-Games, wo du keine feste Karte hast, wo du deine Karte selber zeichnen musst. Ich habe Phantasy Star 1 gespielt, zum Beispiel. Da hast du auch keine Karte. Also du hast da, das ist ja so ein RPG, / Dungeon Crawler, so ein JRPG, / Dungeon Crawler. Und du läufst auf der Overworld halt so JRPG-mäßig rum. Aber wenn du in einem Dungeon bist, dann ist es First Person und alle Wände sehen gleich aus und du musst dir selber eine Karte zeichnen. Sonst kommst du nämlich niemals durch dieses Spiel durch, wenn du keine Karten hast. Und das finde ich persönlich, ehrlich gesagt, ganz geil. Aber da muss ich halt schon wirklich in der Stimmung sein. Da muss ich in der Stimmung sein, sonst habe ich nicht die Nerven dafür, mir auch noch eine Karte zu malen. Für was auch immer ich tue. Da kann man rein? Da konnte ich aber vorher nicht rein. Guck ich mir gleich an, ich will erst die Truhe aufmachen. Bismutblock. Eine Kutschenmarke. Was mache ich denn damit? Die Montagemarke? Wahrscheinlich zur Kutsche teleportieren. Dieses Objekt löst eine voreingestellte Funktion aus, mit der Aegis automatisch zu ihrem wichtigsten Transportmittel zurückkehren kann. Bei Aktivierung dämmert Aegis Bewusstsein vorübergehend weg und ihr Körper macht sich unter Meidung möglicher Konflikte auf den direktesten Weg zur Kutsche. Sie kommt wieder zu sich, wenn sie am Zielort antrifft. Ist das ein Consumable oder habe ich das jetzt einfach? Weil das wäre ja... Ah, das ist eins. Weil die Kompass kann ich so oft benutzen, wie ich will, aber die Kutschenmarke kann ich nur einmal benutzen. Ah, das ist ja gemein. Okay, aber wir hatten vorhin noch was anderes gefunden, nämlich die restliche Kleidung für unser jetziges Set und das würde ich... Ist es gar nicht, aber es passt trotzdem gut zusammen. Was haben wir hier?
Der Brief über die Blinden von Denis Diderot. Eine handschriftliche Notiz ist auf die erste Seite des Buches gekritzelt. Hier im geweihten Tempel der Natur, wo ich der Gesellschaft der Menschen entfliehe und meine Einsamkeit genieße, fühle ich mich dir am nächsten. Wer würde glauben, dass ich dich nie kennengelernt habe? Du bist doch hier an meiner Seite, liebevoll und beschützerisch. Werden wir einander je wiedersehen? Monsieur Diderot scheint es nicht zu glauben und der Gedanke lässt mich frösteln. Ich möchte an den Himmel glauben, liebe Maman. Maman? Und dass du dort auf mich wartest. Das ist von der Tochter von de Vaucanson, weil A.de.wie muss ja de Vaucanson sein. Aber ich vergesse immer, wie sie heißt. Franciscus Antonius. What unusual names. Whose cane could this be? Perhaps the guests at the Cordelier can enlighten me. Die Personen im Konvent befragen. Okay. Weil die auch jeden kennen, der einen Gehstock benutzt. Meine Herren, ich bin wieder zurück. Ich habe zwar noch nichts für euch erreicht, aber ich habe eine Frage. Und zwar an dich als erstes. Skip. Franciscus Antonius. Do these names mean anything specific to you? François Antoine. Hold on. Of course. That's the master arquebusier who killed the beast of Gévaudan. The affair took place during the reign of Louis the Beloved, just a few leagues from the castle where I grew up. I was still a young boy, but I remember it like it was yesterday. It caused a stir all over the country. I doubt that it has anything to do with my case. I don't know. I'll let you be the judge of that. Nee, das klingt nicht sehr hilfreich für unsere Sache jetzt. Monsieur, I found a broken cane. It says Franciscus Antonius on it. Do you know who it belongs to? Well, I never. Yes, I know the owner. And I'm willing to bet you're looking for a certain François Antoine. That's right. Well, you'd need to look a little further east, mademoiselle. Across the Rhine, for a start. Because this cane belongs, or belonged, to a certain Franz Anton Mesmer. Mesmer, the prince of charlatans. Good heavens, it's been a long time since I've heard his name. 5 years to be exact since your learned commission denounced his theories. It wasn't long after that when he disappeared. Can you tell me more about Mesmer? He was a mystical healer who was once popular with the upper class. I myself attended several of his sessions. Und die Expertenkommission? You mentioned a commission. The king did not look kindly on the healer's popularity within the court. This led him to appoint a commission from the Royal Academy of Sciences. An institution to which Monsieur Bailly and I have the honor to belong. We were asked to investigate his alleged powers. The experiments that we performed allowed us to determine that Monsieur Mesmer's activities were pure charlatanism. A conclusion that destroyed his successful career the moment it was published. But there was something, Sylvain. A tiny flow of energy that my devices were able to measure. My dear colleague, must I remind you again that we were never able to reproduce your observations? It was obviously a momentary failure of your equipment. Perhaps. I'd like to be sure of it. Okay. Ist das jetzt der Magier, von dem wir gehört haben, der angeblich ein Magier sein soll und der jetzt für den König arbeitet? Ich weiß es nicht. When and how did Monsieur Mesmer disappear? The denunciation of his techniques was the start of a long descent into hell for Monsieur Mesmer. He was abandoned by his clients and resumed his research in virtual secrecy. I think he was hoping to perfect his so-called science and restore his reputation with the Academy. A hope that led him to associate himself with that dastardly Cagliostro. God only knows what experiments they may have carried out. In any case, their collaboration did not last long. Monsieur Mesmer left the kingdom overnight to return to his mother country. Why did he leave so quickly? That is a mystery. But those who saw him that morning say it was as if he had the devil at his heels. This is true. He left in such a hurry that he abandoned everything he owned. Furniture, belongings, and scientific equipment. And it seems that Cagliostro has inherited this treasure. Is that so? Well, if what you say is true, that broken cane must have passed into the Count's hands. Yes, it's likely. This adventurer from who knows where is
quite the mysterious character. And he has been very busy recently. I've been able to observe him from my apartments, making frequent visits to Rue Saint-Honoré on the Tuileries side. I wonder what he was doing there. What were Monsieur Mesmer's theories? He is a proponent of a theory called animal magnetism. He claimed to be able to channel a purported universal healing fluid by passing his hands over patients and using magnets. He also cobbled together a whole array of mad devices, each stranger than the last. Unfortunately, despite all his attempts, I don't know that he ever cured anyone. What happened during Monsieur Mesmer's treatment sessions? Oh, they were quite a spectacle to behold. Imagine well-born ladies afflicted with perfectly imaginary illnesses. A dimly lit room where incense has been burned to intoxicate the soul and cloud your vision. Amiable servants, half-dressed, gliding from countess to duchess to the sound of a sensual melody. And the great Mesmer, a doctor with wandering hands, presiding over the wonderful scene. Oh, you should have seen them. Those grand ladies moaning, crying, and falling into a swoon, clinging to that strange tub. Du théâtre, ma chère. Pure theater. Okay, die sind auf jeden Fall nicht so gut, auf den zu sprechen. Wer war Cagliostro? Also ganz kurz, gucken wir, das ist der rote Typ. Ja, das ist der rote Typ, den muss ich jetzt also finden. Muss ich den nicht sowieso finden? Also es tut mir leid, wenn ich nicht mit den ganzen Namen hinterherkomme, aber es sind so viele Namen und so viele Leute, mit denen ich nichts anfangen kann. Es ist insane. Und auch insane ist, dass jetzt hier Bailey wahrscheinlich wieder weg ist, oder? Nee, da ist er. Inkredible. Monsieur Bailey. Ah, Mademoiselle. I am very pleased to find you here with us within the shelter of these walls. I found a document written in a script that I was unable to read. Let me see. Ah, je vois. These pages were written using some sort of shorthand. A variation on Taylor's system, no doubt. I want to use it myself from time to time while jotting down my ideas as they come. What does it say? It's a bit difficult to decipher. Je crois. I believe it's an autopsy report. The author writes that the subject died from a large dose of prussic acid. What is prussic acid? My apologies, Aegis, but I'm no chemist. You should ask Monsieur Lavoisier. Goodbye, Monsieur B. Ach, die ist so nett. Ich mag die so gern. Monsieur. What can I do for you, Madame? Blausäure? What is prussic acid? It's a volatile compound extracted from Prussian blue, which is a pigment derived from the cochineal, an insect. What does it do? Oh, it's a lethal poison of the most dangerous sort. Though at weaker doses, it merely induces a deep soporific state, or a coma, if you will. A deadly poison. Aegis? Is everything all right? Was ist, wenn die Leute, die in diesen Särgen gefangen sind, so eine ganz niedrige Dosis an Blausäure bekommen und deswegen in dieses Koma fallen? How do you intend to counter the king's actions? Unfortunately, we don't have the upper hand. For now, we can only hope to protect ourselves from him. I am convinced that something is afoot. Something that could destroy all our hopes in an instant. You have my full attention. You should know that I am a gunpowder commissioner. As such, I oversee the provision of gunpowder to the kingdom's arsenals. L'Arsenal de Paris in particular. For the past 2 days, a large quantity of gunpowder from Marsangis has been sitting near Les Invalides. It's in a warehouse by the factories. But the men I sent to take possession of the cargo and transport it to the Arsenal have gone missing. Do you realize what this means? The gunpowder could have fallen into our enemies' hands. It's possible. One thing is certain. It's enough to destroy half of Paris. Whether it is still in the warehouse or has fallen into the wrong hands, we must find it urgently. Then, if possible, we must neutralize it. How? Simply by placing it in contact with water. Nothing could be easier in theory, but we must find a way to flood it.
Flood the gunpowder. You're out of your mind, Lavoisier. We're in the most desperate of situations and you want to deprive us of such a valuable resource. What will our cannons use once we have formed our army of patriots? Your army, Marquis, is presently but a figment of your imagination. I see. So you're one of those men who would sound the retreat before the battle has even begun. I will go to the warehouse. Once I have located the powder, I will decide what to do with it. Ich darf das entscheiden. Uff, okay. Aber nice, noch mehr Sidequests. Hast du noch was zu sagen? You're back, madame. Did you feel les invalides? Not yet. The grass. Achso, ja. Ja. Bin schon dabei. Bin schon weg. Okay, wow. Das ist immer mehr. immer mehr Quests. Das ist ja crazy. Was ich jetzt nochmal gucken will, ist, wo ist denn. Da ist denn. Schießpulverspur für die Zukunft des Königreichs. Bla. Eges muss ihre Majestät die Königin sofort informieren. Zum Glück verfügt ihre Kutsche über ein revolutionäres Kommunikationsmittel, erfunden vom genialen Eugène de Maucassant. Okay. Ich wäre halt einfach hingefahren. Cagliostro soll in der Nähe der Rue Saint-Honoré, in der Nähe der Tuilerien ein- und ausgehen. Das ist wie die Nadel im Heuhaufen zu suchen und wer weiß, ob sie sich überhaupt gewaltsam Zutritt verschaffen könnte. Sicher gibt es Dringenderes, das Eges Aufmerksamkeit erfordert. Also sollen wir das erst später machen. Okay. Wir haben einiges zu tun. Also keine Müdigkeit vor Schutz. Nee, Müdigkeit vorbringen. Müdigkeit. Wir machen schnell. Und als erstes würde ich gerne die Queen anrufen. Nee. Achso, ich kann einen Brief schicken. Eure Majestät, ich füge dieser Nachricht eine Abschrift von Dr. Lemonniers Autopsiebericht bei. Sie wird euch über die Todesumstände eures älteren Sohnes und die Schuld eures Mannes aufklären. Ach so, stimmt, da ging es ja um den Sohn der Königin. Stimmt ja, da war ja was. Deswegen machen wir das ja alles überhaupt. Das heißt, der Sohn der Königin wurde auch mit Blausäure ermordet. Wurde verschickt. An Monsieur Eugène de Vaucanson. Das hatten wir schon mal, ne? Ja. Okay. Wurde verschickt. Läuft. Ich würde sagen, wir gehen einfach nach Le Invalide und kümmern uns um die Waffenlieferung als nächstes, beziehungsweise, ich weiß ja nicht, ob es eine Waffenlieferung ist, aber halt da, wo wir die Kutsche und die Kiste finden sollen. Denn da ist bestimmt irgendwas Gutes dabei, beziehungsweise halt, irgendwas muss man machen können. Auf weitere Anweisungen der Queen warten. Okay, erlangte Anime Essenz 500, das ist doch ganz nett. Und dann würde ich aber sagen, bevor wir da jetzt weitergehen, machen wir mal einen kurzen Cut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge weiter. In der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann liken und kommentieren. Ihr wisst ja Bescheid. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.